Servus Leute, willkommen zurück zu Danganron Part 2. Goodbye DSP, ja. Usoma ist auch da. Wir haben schon genug, ja, to deal with, also um uns zu kümmern. Um uns Nagito zu kümmern. Bitte, sag nicht irgendwas, was uns noch weiter verwirren wird. Jedenfalls, lass uns anfangen. Aber ich meine, am Ende müssen wir es ja trotzdem tun, richtig? Muss Nagito noch durchstreichen hier. Ja, deine Leute werden auch immer weniger. Ja, jetzt schreibt dieser doofe Stift nicht. Das ist doof. Ich habe 3 Millionen Kugelschreiber hier, aber keiner schreibt. Nächster. Ach, wie bei einem Casting hier. Nächster. Und wie auch bei einem Casting kriegt keiner was auf die Reihe. Der schreibt auch nicht. Wozu sind die Dinger da, wenn keiner schreibt? Dann nimm Bleistift. So, Nagito weg. Wenn es jetzt blöd für dich läuft und Chiaki die Mörderin ist, dann hast du eigentlich keinen mehr zu reden, außer Monokuma und Monomi. Ja. Wird dann eng. Muss ich Ja, der. Monokuma ist ja zumindest bis zum Ende. Monokuma ist ja bis zum Ende des Let's Plays da. Ja, aber wenn es ganz blöd läuft und Monomi auch irgendwie verschwindet, dann hast du nur Monokuma. Naja, dann ist es jetzt so. Das ist aber schon irgendwie doof. Da muss ich dir irgendwie Sonja verkaufen oder so. Ach komm, schaffst du doch schon alleine. Die paar Okay. Charaktere noch zu synchronisieren. Dafür hatte ich Charaktere mit sehr viel Text. Ich meine, Chiaki und Nagito sagen viel. Ja. Solange das Morden passiert, können wir nichts dagegen machen, richtig? Wir haben keine andere Wahl, als es zu tun, richtig? Außerdem ist es unsere Schuld, dass wir es nicht aufhalten konnten. Ich weiß, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir überleben können, richtig? Es sieht so aus, als würden die Kinder euch viel besser benehmen als Monomi. Geh uns nicht auf den Nerven. Geh mir nicht auf die Nerven. Wir sind einfach nur müde von dem ganzen Zeug, weißt du? Deswegen werde ich definitiv fest, sicherstellen, dass das hier das letzte Mal ist. Soll das bedeuten, dass ihr Leute schon gelangweilt seid vom Schulausflug? Und ich glaube, wenn ich lehne mich jetzt mal wieder ganz weit aus dem Fenster und Fuyuhiko hat gespoilert, dass das hier der letzte Mordprozess ist. Von wegen das letzte Mal. Außerdem, so viele Figuren gibt es auch gar nicht mehr. Okay, Monokuma hat Wieso auch. das Ende ist, ne? Ja, du spoilerst auch. Das ganze Spiel ist ein Überspoiler. Das Ende? Mach doch kein Gesicht wie ein Schwein. Dass so Bacon verarbeitet wird. Er hat es doch auch bereits bemerkt, richtig? Ich meine, hinter dem Monokuma-Timer. Ja, die Bedeutung hinter dem Monokuma-Timer. Ich glaube, es sind nur noch 2 Tage übrig, oder? Wenn dieser Timer die Null erreicht, also in 2 Tagen, Was wird dann mit was uns wird wohl die... passieren? Achso. Na, der Mordschwörsflug wird vorbei sein. Wenn das dann alles vorbei ist, heißt das dann, wir können nach Hause gehen? Zählt eure Bären dafür nicht, wenn ihr sie noch nicht gefangen habt.
Es gibt immer noch was davor zu tun, richtig? Ich frage mich gerade, wenn die jetzt einen Prozess machen und aber aus Versehen einen falschen wählen, dann sterben ja alle. Außer eben der Beschuldigte. Was ist, wenn Monokuma meint so, ach nee, ich habe keine Lust, das jetzt so zu machen. Die soll einfach der Falsche sterben. Das wäre schon irgendwie arschig. Ah gut, es wird zu ihm passen, ganz im Ernst. Also, noch einmal. Alles klar, die Monokuma-Akte. Ihr müsst rausfinden, wer Nagitos Mörder ist und die Klassenverhandlung überleben. Wenn das hier endet, dann wird es kein danach geben. Also gut, tut euer Bestes. Ein Moment! Ich werde dich diesmal nicht entkommen lassen. Warte, genau hier! Was denkt ihr, Leute? Wenn der Schultrip sich zu einem Ende neigt, dann ist es dann nicht sicher zu sagen, dass wir nach Hause gehen können, richtig? Kaseichi, ich weiß, wie du dich fühlst. Aber wir müssen uns erstmal auf Nagitos Fall konzentrieren. Selbst wenn wir nach Hause gehen können, es wäre das Ende für uns. Achso, ja, wenn wir wieder screwed up, also hintergangen werden. Müssen wir kämpfen. Achso. Dann lasst uns beeilen und Nagitos Verbrechen, dieses Nagito Verbrechen absolvieren. Also lösen, also, dass wir endlich nach Hause gehen können. However. Es ist nett zu denken, dass alle nach Hause gehen können, aber das ist unmöglich, wisst ihr? Ich meine, einer in diesem Raum hat Nagito ermordet. Der Mörder ist unter uns. Das Gewicht dieser Worte begann in mir zu sinken. Was wäre eigentlich, wenn Hajime mal der Mörder wäre? Was würde dann passieren? Wird Hajime hingerichtet. Ja, aber wen würden wir dann spielen? Also vor allem jetzt in dem Fall, da Nagito ja auch weg ist. Für Chiaki. Ja, du, oller Lüstling, würdest das gern. Du willst immer mit Chiaki spielen. Auf ihrer Konsole, Naja, sie ist noch die erste Protagonistin. Also von den jetzt noch Lebenden schon. Deswegen meine ich, ja. Das ist... Vielleicht Chiaki. Die Wahrheit hinter diesem... hinter diesem Verbrechen, aber... Ist das diesmal wirklich die Wahrheit? Egal wie oft ich es versuche, ich konnte es nicht glauben. Dann denk doch nicht so viel nach. Tu nicht so, als ob du denken könntest. Im Ernst. In jeder Verhandlung stellt er sich auch an wie der letzte Honk. Und davor muss er erstmal 5 Jahre lang alles überdenken. So, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Wie bei Tero Tero. Ich glaube es nicht. Eben weil das Opfer Nagito war. Weil sein Tod so abnormal grausam war. Nee, es war nicht nur das. Da war noch mehr dahinter. Was auch immer es war, steckte in mir fest. Ja, das allererste sehe ich da schon mal rechts unten im Monokuma. Zuerst gucken wir uns die Akte an. Ja, Opfer ist Nagito Komaeda. Körper wurde in der Lagerhalle in der Nähe der Plüschfabrik gefunden. Die geschätzte Todeszeit beläuft auf gegen Nachmittag. Nicht nur, dass ein Speer in seinen Bauch gesteckt ist, er hat außerdem eine Vielzahl an Stichwunden überall verteilt. Des Weiteren, da ist eine... Was
heißt denn das Wort? Also, ja, ich weiß, was er meint, aber das Wort an sich weiß ich jetzt nicht. Weitere ähnliche Verletzungen in der linken Hand, linken Arm. Eine Platzwunde. Eine Platzwunde? Im Arm? Ja. Okay. Ich kenne Platzwunden nur am Kopf, aber... Eine Platzwunde in seinem linken Arm und ein Messer, ja, stach durch seine rechte Hand. Was für eine tragische Situation. Allein das zu lesen macht mich schon depressiv. Ist irgendwas falsch? Ist irgendwas nicht in Ordnung mit der Monokuma-Akte? Hm, schon wieder? Aber was ist denn falsch daran? Nicht nur, dass ein Speer in seinen Bauch steckte. Achso, das kennen wir schon. Das ist definitiv seltsam. Ah, ich glaube, ich weiß, was sie meint. Nun, ich schätze, wir müssen herausfinden, indem wir uns umgucken. Das ist ja auch, wofür die Untersuchung da ist. Kann ich mal meine Vermutung äußern? Es heißt, es steckt ein Speer da drin, er hat zahllose Wunden und so weiter. Aber es heißt nicht von wegen, ja, der Speer war die Todesursache. Oder Todesursache war Erwürgen, Ersticken, Schlag auf den Kopf, was auch immer. Weil ich erinnere mich gerade bei Hyoko und Ipuki war ja, Todesursache war eine zugedrückte Luftröhre durch Strangulation und was weiß ich, was nicht. Und hier steht das eben nicht. Ja, mach dir keine Sorgen oder Conclusions. Achso, ja, kannst ruhig selbst erkunden. Das macht mich. Achso, das macht mich besorgter, als ich sollte. Schlussfolgerungen sind nicht Erkundungen. Achso, ja. Sorg dich nicht über oder forme Schlussfolgerungen von dir selbst aus. Das besorgt mich mehr, als es sollte. Wir können das später diskutieren. Im Moment ist es unsere einzige Chance zu untersuchen. Und die Untersuchungsmusik klingt ein bisschen anders als zuvor. Das ist ein anderer Remix, glaube ich. Also sollten wir zuerst mal untersuchen. Sie? Wenn wir es nicht tun, dann wird es für uns nichts zum Diskutieren geben. Ihre Stimme. Sie? Irgendwie, ja, passt zu einem kleinen Mädchen wie ihr. Ja, ich denke, du hast recht. Dann lasst uns... Wieder ein Strich. Achso, du hast recht. Wieder ja. Stimmt ja. Ich achte mehr aufs... Dann lass uns anfangen, das Gebiet rund um Nakitos Körper zu untersuchen. Ich sollte mit der hinteren Teil des, ja, der Lagerhalle anfangen. Ja, weil der Vorhang zuvor das meiste vom Wasser blockiert hatte, war dieses Gebiet nicht so sehr von der Sprinkleranlage beeinträchtigt. Und dank dessen, ja, kann ich jetzt problemlos Nakitos Körper untersuchen. Ich hätte niemals erwartet, dass ich Nagitos Körper mal untersuchen muss. Oh, Leibesvisitation. Oh. Er hätte bestimmt auch nicht erwartet, so zu enden. Okay, zuerst das. Monokuma ist tot. Jawohl, aber leider glaube ich es nicht. Da kommt Blut aus seinem Bauch. Hey! Soll es eine Anspielung sein? Wirklich? Die kenne ich aber nicht. Aber es sagt Monokuma.
Was man nur guck mal, sagt das. Ja. Okay, dann musst du mir jetzt mal sagen, was da überhaupt steht. No response. Ich sehe nämlich. He's dead, Jimmy. Ah. Keine Antwort. Er ist tot, Jim. Ja, ja, Jim, nicht Jimmy. Was? Ich mach nur Spaß, ich bin noch nicht tot. Schade. Ist das eine deiner lebensgroßen Plüschis, die in der Fabrik produziert wurden? Wenn du ein Plüschtier für mich, mit mir verwechselst, dann ist echt was falsch an dir. Du bist doch auch nur ein Plüschtier. Boah. Pack da nicht über großen Müll hin. Das ist so irreführend. Was nennst du hier bitte über großen Müll? Könnte es sein, dass das einer von Monokumas Tricks ist? Dann wer hat das hier hingepackt? Ein Loch da reinzumachen, so wie wenn er erstochen wurde. Und nur durch den Ärger zu gehen. Das ganze Loch zuvor mit Blut zu beschmieren. Hat da jemand versucht, Nagitos Körper zu imitieren oder so? What are you saying? Ich hätte nichts damit zu tun. Mhm. Ein Strichel. Wir sind jetzt bei 9. Wahrscheinlich. Ernsthaft, du liegst doch die ganze Zeit. Du solltest einfach nur sterben. Wie das Plüschtier da drüben. Ja, ja, bitte. Du scheinst mehr angepisst zu sein als üblich heutzutage, Monomi. Aber du solltest besser aufpassen, was du sagst. Wenn ich das, wenn ich Lust drauf habe, dann kann ich dich hier sofort auslöschen, weißt du? Ich werde deine Bedrohung nicht mehr nachgeben. Ich werde kämpfen bis zum bitteren Ende. Ich werde definitiv wieder den Sitz der Weltherrschaft von Monokuma wegnehmen. Sieht so aus, als ob diese Ärgerlichkeiten jetzt weg wären. Wenn das keiner von Monokumas Tricks war, wer hat das dann gemacht? Könnte der Mörder das gemacht haben? Falls ja, ist das Nagitos Blut? Ich habe keine Idee, wie das in Verbindung mit dem Vorfall steht. Wenn ich doch bloß jeden hier nach Hause bringen könnte. Niemand, nichts würde mich glücklicher machen. Nun, wir sollten das Klassenprozess beenden. Danach können wir denken, was danach passiert. Einer von uns hat Nagito auf so grausame Weise getötet. Das ist so bizarr. Ich kann nicht anders als zu lachen. Sie sieht so aus, als ob sie tief in Gedanken versunken wäre und an die Decke starrt. Was ist passiert? Du starrst die ganze Zeit an die Decke. Ja, wegen dem Sprinkler. Das ist einer der Sprinkler über unseren Kopf und der anging, als das... Ja, als er das Feuer ausmachte. Kannst du den Träger direkt neben daneben sehen? Du kannst den Träger direkt daneben sehen, richtig? Da. Ja. Kannst du sehen, dass da so eine rote Linie ist? Moment. Frauen. Brüste. Die Brüste massieren.
Ja, es muss anständig kommentiert werden. Aber ganz im Ernst, wenn sie sich so vorbeugt, das ist ja quasi eine Einladung dazu, ihre Brust zu massieren. Da haben wir direkt den nächsten. Mhm. Es steht 5 zu 10. Ja, aber er sagt das definitiv auch extrem oft. Ja, du hast recht. Mal wieder. Wahrscheinlich sagt er das deswegen, weil alle recht haben außer ihm. Und er will einfach nur. Er will einfach nur klug dastehen. Er kann einfach nicht selber denken. Ja, bei mir in der Arbeit ist auch einer, der sagt die ganze Zeit, wenn er irgendwo vorbeifährt oder vorbeigeht, so, ja, ja, so ganz doch Motto, er arbeitet so viel, aber in Wirklichkeit macht er keinen Handgriff und alle anderen arbeiten. Aber er will einfach nur, dass die Leute meinen, er arbeitet viel. Finde ich dumm. Ja, ich sehe es. Sieht aus wie eine kleine rote Linie auf dem Dachträger. Ist das Blut? Nein, Chiaki, das ist rosa. Und jeder Mensch weiß, Blut ist nicht rosa. Blut ist rot. Blut? Die Farbe sieht definitiv aus nach Blut. Genau, Hajime, weil du hast ja auch pinkes Blut in dir. Hm? Aber muss man leider sagen, hat er wirklich. Aber es ist trotzdem so idiotisch. Aber es gibt keine Möglichkeit, wie Blut da oben hinkommen könnte, richtig? Außerdem ist das schon so eine ziemlich gerade Linie. Das ist der Grund, warum ich darauf starre. Ich denke, dass es seltsam ist. Es ist definitiv seltsam. Ich glaube, ich sollte mir es merken. Ich werde sie in eine Patrone laden und mir in die Schläfe schießen, dass ich es nicht mehr vergesse. Puh. Oh, das war russisches Roulette. Ich hatte leider kein Glück wie Nagito. Ich drehe nicht durch, so wie Kazuichi, aber ich kann definitiv nicht aufhören, darüber nachzudenken. Wenn der Monokuma-Timer in 2 Tagen 0 erreicht, was wird dann passieren? Was wird dann passieren? Dieser verrottete Schultrip ist endlich vorbei, richtig? Dann können wir endlich nach Hause gehen. Ja, carefree, sorgenfrei bis zum Ende. Das muss ich Kazuichi lassen. Er ist leider so dumm, dass er so sorgenfrei ist. Bedeutet das, du denkst doch nicht, es wird passieren. Monokuma plant vielleicht, dass wir etwas machen, nachdem der Countdown geendet hat. Was meinst du mit etwas? Er will doch, dass wir uns gegenseitig umbringen, weißt du? Was könnte noch schlimmer sein? Ich weiß nicht. Aber dieser Monokuma redet schon die ganze Zeit so. Wisst ihr? Es gibt doch keine Möglichkeit, wie er das so einfach den Countdown beenden würde. Wie auch immer. Genau wie ich zuvor sagte. Wenn er uns versucht einzulegen, dann war es das für uns. Von nun an, wir müssen uns auf die Untersuchung fokussieren. Ja, wir denken später über den Countdown nach. Nachdem wir das Klassenprozess überlebt haben. Ja, ich weiß. Dann bring doch nicht so konfuses Zeug mit rein. Spiegel verkehrt. Im Vergleich zu Gundams Mord und Mikans Mord? Mattered? Im Vergleich? Heißt das das? Es war wichtig für... Also es war wichtig für Gundams Mord und für Mikans Mord. Aber es sieht so aus, als wäre es diesmal eine andere Zeit. Diesmal geht's nicht um die Zeit. Was meinst du? Die Zeit. Die Zeit ist hier nicht so wichtig. Es steht doch ganz genau im Monokuma-Fall, also in der Monokuma-Akte. Die Zeit des Todes war nahe gegen Abend. Nahe gegen Abend, was laber ich da?
gegen Vormittag. Punkt Mittag. Punkt Mittag. Wenn es um... So, wenn es um Mittag war, was hat er die Zeit damit zu tun? Was macht er denn? Nun, jetzt im Moment ist es... Es ist 12.30 Uhr abends. PM ist ja abends, oder? Achso, Nachmittag. Also vor 30 Minuten. Es hat also auch eine Uhrenfunktion. Dann bedeutet das, Nagito ist vor 30 Minuten gestorben. Hä? Es ist erst vor so kurzer Zeit passiert? Er ist total frisch ermordet worden. Also sein Mord ist total frisch. Frisch? Ja, das ist wohl eine ziemlich schlechte Art, das zu beschreiben. Wenn es vor 30 Minuten passiert ist. Das war zu dieser Zeit, wo wir noch alle mit den Bomben beschäftigt waren. Richtig? Ja, du hast recht. Diese Fake-Bomben, die ja eigentlich um Mittag, Nachmittag, Vormittag passieren, explodieren sollten. Was bedeutet, er auch immer zu dieser Zeit kein Alibi hat, ist Nagitos Killer. Das wäre auch dasselbe, wie Nekomaru gestorben ist. Der Mörder hätte auch eine Art automatisches System nutzen können. Also, das Verbrechen sieht sehr detailliert aus. Ich glaube nicht, dass da viel Zeit zum Vorbereiten ist. Dann, wer auch immer kein Alibi hat, als wir die Bomben gefunden haben, ist verdächtig. Warte. Niemand von uns hat ein Alibi, wo wir Bomben gefunden haben. Das war doch zu der Zeit, wo wir uns aufgeteilt haben, um die Bomben zu suchen. Ja, das ist das Problem. Akane hat versucht zu denken und hat kläglich versagt. Ja, ich hätte nie erwartet, dass Nagito so sterben würde. Er hat schon immer Unsinn über Hoffnung von sich gebrabbelt und versucht, uns alle bis zur Hölle zu verwirren. Aber selbst wenn, sterben in so eine grausame Art und Weise? Naja, er war nicht komplett nutzlos. Da gab es Zeiten, wo er versucht hat, die Wahrheit zu erreichen. Achso, da gab es Zeiten, da habe ich versucht, die Wahrheit zu erreichen, nur wegen ihm. Aber alles Gute und Schlechte von ihm ist jetzt weg. Ja, er kann uns nicht mehr verwirren, nie mehr. Und ich werde auch nie wieder von ihm gerettet werden. Ja, jetzt ist nicht die Zeit, über sowas unnötige Dinge nachzudenken. Ich muss mich auf die Untersuchung konzentrieren. Warum ist an der einen Hand ein Seil, obwohl er gar nicht festgebunden ist? Ja, von jetzt an, ich muss alles untersuchen an seinem Körper, was mein Auge erfassen kann. Ja, das da. Also verbrannt. Akitos rechtes Handgelenk war auch gefesselt. Es sah so aus, als ob das Seil verbrannt wäre. Könnte das das Resultat des Feuers gewesen sein? Aber es ist seltsam. Wenn das Seil von ihm abgebrannt ist. Warum sind Nagitos Kleidung davon nicht berührt, als die Flammen Funken geschlagen haben? Also wenn er so nahe bei der Flamme war. Sind das feuerfeste Klamotten? Nee, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass der einen feuerfesten Mantel trägt. Tja, wer weiß.
Hätte dann nicht zumindest eine Verbrennung auf der Hand sein müssen? Das Messer, das durch Nagitos rechte Hand gestochen ist. Hat der Mörder das getan? Getan. Wie konnte er sowas Brutales machen? Dieses Messer, das muss von der Militärbasis sein. Militärbasis? Ah, jetzt, da du es erwähnst, du hast recht. Das sieht aus wie ein Überlebensmesser. Nebenbei scheint es die Wunden an seinen Beinen und seinem linken Arm von demselben Messer verursacht worden. Was bedeutet, nachdem der Mörder fertig war, dann geht es Beine und seinen linken Arm zu durchstechen? Hat er ihn das Messer durch die rechte Hand gestochen? Und dann hat er ihm den Gnadenstoß mit dem Speer gegeben. Wie grausam! Dann bedeutet das, der Mörder ist durch diesen ganzen Ärger gegangen, um diese zwei Waffen zu verwenden, ein Messer und ein Speer. Aber er hätte ihn doch einfach ermorden können, indem er ihn einfach mit dem Messer ersticht. Aber warum das alles mit dem Speer? Das ist definitiv seltsam. War das... Hatte das einen Grund, warum er es gemacht hat? Er sieht eher plattgedrückt aus. Der Grund, warum er einen Speer benutzt hat, hä? Wir haben ja wieder so ein Hä? Ja, ich schreib's mal auf, weil es war ja ein Hä. Ich wusste nicht, dass der so viel sagt. Mir geht gleich der Platz aus. Ja, es ist schon das 11. Hä? Und das 5. Du hast recht. Alleine die Aufnahmesession. Fuß. Beide von Nagitos Beinen sind gefesselt. Jedes Seil führt zu einer Säule in der Nähe. Er wäre nicht in der Lage gewesen, sich zu bewegen. Dem Monokuma-Akte zu urteilen, die Wunden auf den Beinen stammen alle von Stichwunden. Bedeutet das, der Mörder hat nicht nur Nagito gefesselt, sondern auch seine Beine erstochen? Warum sollte der Mörder sowas machen? An diesem Punkt war er schon ziemlich sadistisch. Der Mörder muss wohl einen ziemlichen Groll gegen ihn gehegt haben. Ja, dann ist er selber schuld. Oder vielleicht hat er ihn sogar gefoltert. Wo wir wieder bei Akane wären. Folter? Ich meine, wenn er ihn hätte töten wollen, dann hätte er ihn auch einfach mit einem Stich in die Brust erstechen können, richtig? Wenn er ihn Speer durch die Brust gejagt hat, dann wären die anderen Wunden ja nicht nötig gewesen für die Tötung. Was bedeutet? Alle Wunden auf Nagitos Körper sind vom Mörder, der ihn gefoltert hat? Wenn das der Fall ist, was hat der Mörder dann versucht, aus Nagito rauszubekommen? War es etwas, das uns zum Verräter führen würde? Ja, selbst wenn es Folter war, es gibt keinen Zweifel, dass der Mörder einen ziemlichen Groll gegen Nagito gehegt hat. Er hat nicht zugelassen, dass er einfach stirbt. Ich kann den dunklen Impuls dahinter total verstehen. Heißt das, du stimmst ihm zu? Aber selbst wenn er ein ziemlich... Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wer der Mörder ist. Ich meine, bei so einem Groll hat doch nur eine Person in diesem ganzen Raum. Genau. Gegen Nagito. Chiaki, genau, die den wenigsten Groll hegt. Ja, wobei, technisch gesehen, Kazuichi und Akane passen gut. Naja, ich kenne eine Person, die noch mehr Groll gegen ihn hegt. Er selbst. Weil er sagt ja von sich selbst so, ach, ich bin doch nur ein Stück Scheiße, dass in den Glanz der Hoffnung der anderen dahin vegetiert oder irgendwie sowas. Kennst du ja, was er da immer gesagt hat? Wenn das kein Groll gegen sich selber ist. Ich meine,
meine, ja, er hätte sich theoretisch gesehen foltern können. Und vielleicht, wenn er einen Speer in die Luft geworfen hätte, ich meine, als ultimativer Lucky Guy, hätte er sich damit direkt erstechen können, aber wie hätte er sich dann das Messer in die Hand gejagt? Das würde mir dann nicht in den Sinn kommen. Sondern er hat das Messer und den Speer Er schmeißt zuerst den Speer in die Luft, dann das Messer, legt sich hin und rein durch sein Glück ersticht ihn beides. Genauso wie er jetzt da liegt. Ich meine, er ist ja ein Glücksstudent. Und wenn er es wollte, dann war es nun mal so. Aber ich sehe gerade jetzt erst. Dieses Gewicht da hinten, das gehört doch zum Speer, oder? Warum ist das blutig? Ja. Gute Frage. Ich hätte gesagt, irgendjemand hätte einen über den Schädel gezogen, aber er hat keine Platzwunde im Kopf. Okay, das ist jetzt doch verdächtig. Ja, selbst wenn jemand so einen Groll gegen ihn gehackt hat, hätte er es wirklich mit ihm gemacht? Ich weiß nicht, deswegen beende ich hier den Part. Das war Danganron Part 2. Goodbye, Despair. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ciao.